Ende der 80er Jahre waren Milli Vanilli das erfolgreichste Popduo der Welt. Nur wenige Monate später galten sie als die größten Betrüger im Musikbusiness. Der Grund, sie hatten nicht einen Ton selbst gesungen, sondern einfach nur die Lippen bewegt. Vor 3 Wochen starb nun Ex-Milli Vanilli Rob Pilatus in einem Frankfurter Hotelzimmer. Da wurde dann spekuliert, war das ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Drogentod oder war es Selbstmord? Und welche Rolle spielte der Erfolgsproduzent Frank Farian? Hat er Pilatus zu helfen versucht oder hat er durch das Outing vor 8 Jahren im Grunde den Grundstein zu dessen Abstieg gelegt? Frank Farian ist gleich bei uns. Vorher Katrin Speck über den Tod eines Sängers, der nicht singen konnte. Ende einer steilen Popkarriere. Rob Pilatus ist tot. Letztes Geleit auf dem Münchner Waldfriedhof, Gründonnerstag. Am Grab auch ein letzter Gruß von Frank Farian, dem Mann, der Milli Vanilli groß machte. Das war damals so eine Idee, Jux und Dollerei. Wir haben diese Produktion gehabt, Robert kam ins Studio und sagte, wir sind Breakdancer, wir machen bei Formel 1, das tanzen wir immer im Hintergrund, hast du eine Musik, wo wir vielleicht auch im Video tanzen können? Ich habe gesagt, ja, die habe ich. Die Produktion war längst fertig, ich habe es ihm vorgespielt und er hatte gesagt, das ist genau das Richtige, da möchten wir gerne am Video möchten wir mitwirken. Es hat sich dann verselbstständigt im Videostudio. Und ich denke, das ganze Dilemma ist, Milli Vanilli war einfach zu erfolgreich. Dieser Hit verkaufte sich 10 Millionen Mal. Milli Vanilli, das erfolgreichste Popduo 1989. Die Belohnung, der begehrteste Musikpreis der Welt, ein Grammy. Rob Pilatus und Fab Marvin wurden Plattenmillionäre. Was damals noch keiner wusste, Milli Vanilli sang nie einen Ton selbst. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Schwindel auffliegen würde. Juli 1989. In Connecticut kommt es zu einer Konzertpanne, die in die Musikgeschichte eingeht. Das Playback bleibt hängen. Ich wollte sterben. Es hing bei Girl You Know It's, Girl You Know It's. 80.000 Leute, immer wieder Girl You Know It's. Ich konnte es nur nicht 15 Mal wiederholen, Girl You Know It's. Es war offensichtlich. Ich kam in Panik, ich rannte von der Bühne. Julie Brown, die Moderatorin von MTV, rannte hinter mir her. Ich wollte nicht auf die Bühne zurück. Ich wusste, 80.000 Fans warteten da draußen. Ich hatte genug, ich wollte weg. Es war der Anfang vom Ende. Doch Rob und Fab genossen weiter das Leben in Luxus. Schöne Frauen, schnelle Autos. Rob, das Adoptivkind aus München, hatte es bis ganz nach oben geschafft. Just a perfect day. Die Gerüchteküche brodelte. Macher Frank Farian ging in die Offensive. Parallel war Rob und Fab in Wetten, dass, haben auch Druck auf uns ausgeübt. Wir kriegen 1 Million Mark für die Sendung oder wir reisen ab. Da war ich in der Zwickmühle. Ich musste handeln, und um nicht auch selbst überrollt zu werden von der ganzen Sache. Und ich habe dann mit der Plattenfirma in New York beschlossen, mit Clive Davis, dass wir uns outen und sagen, die Jungs haben nicht gesungen. Und das war auch eine gute Entscheidung. Aber dass es letzten Endes für ihn ein großer Absturz war, das habe ich ihm mein ganzes Jahr vorher immer wieder angedroht. Und er hat es mir nicht glauben wollen. Rob und Fab hatten ihre Fans getäuscht. Die Musikwelt verlangte den Kniefall. Sie müssen den Grammy zurückgeben. So we give this Grammy back now. Für die früheren Breakdancer aus einfachen Verhältnissen ein Fall, wie er tiefer nicht sein kann. Bei der Rückgabe des Grammys machen sie Frank Farian Vorwürfe. Er sei schuld, weil er sie nie habe singen lassen. Rob Pilatus damals. Wir liebten es, auf der Bühne zu sein. Das war unser Ziel, nicht das Geld. Wenn wir das nicht akzeptiert hätten von Anfang an, wären wir noch in München. Ich würde noch bei McDonald's arbeiten. Rob und Fab kämpften nach dem Skandal um ihr Image. Sie nahmen Gesangsunterricht beim Stimmtrainer von Michael Jackson, um zu beweisen, dass sie doch singen können. Sie ließen sich sogar zu einem selbstironischen Werbespot für Kaugummis hinreißen. Eine Anspielung auf ihre Konzertpanne. Wie lange hält ein Carefree-Kaugummi, fragt der Sprecher.
so riecht das. So lange, bis diese Jungs selbst singen können. Rob und Fab ließen nicht locker, wollten das zweite Album selbst singen und klagten dies bei Frank Farian mit Hilfe von Staranwalt Axel Meyer-Wölden ein. Der schreibt: Meine Mandanten werden nicht dulden, dass das zweite Milli Vanilli-Album ohne ihre Mitwirkung, ausgenommen Choraufnahmen, zur Veröffentlichung kommt. Frank Farian ändert daraufhin das Cover und bringt die Platte als Album von The Real Milli Vanilli auf den Markt. Das ist der Vertrag, mit dem alles begann, mit dem Frank Farian das Duo an sich band. In einem Fernsehinterview erhebt der frühere Manager Carsten Hein heute schwere Vorwürfe. Frank Farian gab ihnen bei Vertragsunterzeichnung 2000 Mark und sie haben praktisch ihre Seele verkauft. Für 2000 Mark an Frank Farian. Sie hatten einen Künstlervertrag, der war mit 2000 D-Mark Vorschuss im Monat bestückt. Sie hatten, glaube ich, 10 oder 12% Lizenzen vom Großhandel. Das ist ein sehr guter Vertrag. Heute werden Verträge abgeschlossen mit 2, 3, 4 oder 5%. Rob Pilatus rutschte ab. Das Coolsein war nur gespielt. 1991 versuchte er, sich die Pulsadern aufzuschneiden und vom Hotelbalkon zu stürzen. Dass die Fans Geld zurückbekamen, die Plattenfirma 400.000 Dollar Schadenersatz zahlen musste, wurde zum unauslöschlichen Makel für ihn. Die Endstation, dieses Frankfurter Hotel. 1,2 Promille Alkohol, dazu eine Überdosis an Medikamenten gegen Depression und vermutlich Koks, das hielt das Herz nicht aus. Der Absturz hatte schon in Amerika begonnen. Dort wurde er angeklagt wegen Vergewaltigung und Autodiebstahl. Ich bin halt ein bisschen ausgeflippt, ich war halt ein bisschen, ich bin abgehoben. Und jeder hat ja den Tiefsturz miterlebt und da war es ja unangenehm und ich lebe heute noch. Das war vor einem halben Jahr und viel Zeit blieb ihm nicht mehr. Das letzte Geld, was Rob vertrank, war eigentlich für eine Drogentherapie in Indien gedacht und kam von Farian. It's a tragedy for me to see, the dream is over. Bilder aus den guten Tagen von Rob Pilatus. Er hatte Erfolg und Geld in einer zu großen Dosis genossen, genau wie die Drogen. Wurde er zum Opfer des harten Musikgeschäfts? Einige Freunde meinen ja. Frank Farian, haben Sie mal befürchtet, dass es mit Rob Pilatus so enden könnte? Nein, auf keinen Fall. Weil das war damals nicht vorauszusehen. Aber dass das Ende irgendwann kommt, das habe ich Ihnen vorausgesagt, Anfang 1990, also nach der Grammy-Verleihung, als sie die bekam, passten sie durch keine Tür mehr, haben den Leuten nicht mehr guten Tag gesagt. Das Karriereende. Das habe ich ihnen vorausgesagt, Anfang 1990, weil da waren sie out of control. Sie haben auf nichts mehr gehört, sie haben die Warnung in den Wind geschlagen. Ich habe ihnen gesagt, macht keine Tour, das kann nur schief gehen. Es ist auch schief gegangen, ganz schlechte Presse. Und dann haben sie ihren Manager Sandy Gellen gefeuert im Oktober. Und haben sich dann einen Amateurmanager geholt, Carsten Hein. Und Sandy Gellen ging an die Presse und hat gesagt, die Jungs haben nie gesungen und damit war das Ding zu Ende. Was ich nicht ganz verstanden habe, dieser unglaubliche Ausschnitt, wo die während eines Konzertes, dieses MTV-Konzertes, wo auf einmal die Platte hängen blieb und dadurch ist ja jedem klar wurde, das war 89. Nein, das war 90. Aber ja. Sie haben doch 90 dann noch den Grammy bekommen. Ja, und nach... Das heißt, es musste doch da schon jeder gemerkt haben. Nein. Bei der Grammy-Verleihung brauchten sie nicht zu singen. Das hat der Manager auch erreicht, dass sie nicht singen mussten, weil sie so viel getanzt haben. Und nach der Grammy haben sie 120 Städte in USA gemacht. Und ich habe gesagt, ja, das dürft ihr nicht tun. Das kann euer Ende bedeuten. Und es war auch das Ende letzten Endes. Stimmt es, dass die schon Jahre vorher, nämlich 87, mit Ralf Siegel ein Album aufgenommen haben, wo sie auch schon nicht gesungen haben? Kein Album, eine Single. Single? Mhm. Unter dem Namen Empire Bizarre. Das war ein Flop. Und dann haben sie gesagt, nein, wir brauchen einen anderen Produzenten. Aber da haben sie auch schon selber nicht gesungen. Haben sie auch selbst nicht gesungen. Und da kamen sie zu mir. Sie sahen aus wie zweimal Terence Zen D'Arby und sagten, hast du eine Musik? Sie kamen zu mir und haben gesagt, wir brauchen den Frank Farian. Der macht uns den großen internationalen Durchbruch. Und den habe ich ihnen auch verschafft. Diesen Vertrag, von dem die Rede war, den die gemacht haben, wir haben den also eingesehen, wir haben den auch im Business mal überprüfen lassen. Da haben also alle, die sich auskennen, haben gesagt, es ist ein sehr fairer und ist auch ein sehr guter Vertrag. Wie viel ist denn für Rob und Fab unterm Strich übrig geblieben? Ja, wir haben Bilanz gemacht und ich war sehr überrascht. Sie haben insgesamt die beiden Jungs, nur die zwei, ohne die echten Sänger, haben sie 9,8 Millionen Mark verdient. 3,5 durch uns
Und der Rest waren Tourneen und Merchandising, also Poster, T-Shirts. Das heißt, jeder von denen hat ungefähr 4,5 bis 5 Millionen D-Mark verdient. Wie kann man das auf den Kopf hauen? Das habe ich mich auch gefragt, aber Sie haben es geschafft. Und waren dann ja ganz unten, und jetzt war ja aber in diesem Sommer eigentlich geplant, Sie praktisch Modern Talking-mäßig wieder auferstehen zu lassen. Robert, nachdem ich ihn aus dem Gefängnis geholt habe und ich habe mich auch verpflichtet gefühlt, ich habe gesagt, Robert, es gibt vielleicht einen Weg, dass wir wieder zusammenkommen. Und er hat sich vor allen Dingen entschuldigt bei mir für das, was er mir angetan hat im Jahr 1990. Davor hat er ja alles gemacht, was ich ihm gesagt habe. Und das war auch richtig so, sagte er. Ich möchte gerne wieder zurück ins Geschäft und haben wir gesagt, gut, wir machen ein Best-of und ich habe die Idee, dass du jetzt deine eigenen Raps selbst machen kannst. Puff Daddy singt ja auch nicht. Er bedient sich dann einer anderen Sängerin oder eines anderen Sängers und das war die Idee und er war sehr glücklich drüber und er sagte, Frank, das ist für mich, das gibt eine neue Zukunft. Nein, es hat leider nicht, wir haben es nicht geschafft. Er kam 3 Monate, ich habe ihn 3 Monate in die Drogenklinik gesteckt, in den Schwarzwald. Er kam trocken raus, er war guter Dinge, sollte eine Nachreha gemacht werden in Bombay. Wir haben ihm Geld verschafft, die Unterkunft in Bombay, Flugticket bezahlt und er hat dann das Taschengeld außer den Reisechecks hat am Abend vertrunken, er war volltrunken und der Rest ist bekannt. Ist es unmöglich, heute Jungs eine Band zu finden, die, sag mal, gut aussehen, die sich gut bewegen können und die außerdem auch noch singen können? No Mercy. Die haben das geschafft und vor allen Dingen hören sie auf meinen Rat. Erstens mal sollen sie ihr Geld sparen, damit sie für schlechtere Zeiten etwas übrig haben. Und sie sind diszipliniert. Und einer der wenigen, die überaus diszipliniert ist, ist die Madonna. Sie steht morgens um 8 Uhr auf, macht ihren Job und sie weiß, was es heißt, Erfolg zu haben. Und da kann man nicht einfach abends zu Alkohol greifen oder Drogen. Da kann man keinen Job mehr machen. Man muss in diesem Job diszipliniert sein. Ohne Disziplin geht überhaupt nichts. Ja, aber ich dachte, dass sozusagen als Popstar gehört das mit zur Berufsauffassung, dass ich also die Nächte durchmache und tralala und hopsasa, Tag und Nacht. Eben nicht. Das ist halt Showgeschäft, aber es ist ein sehr hartes Geschäft. Also Madonna geht wirklich mit der Gurkenmaske um 20 Uhr ins Bett? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, sie steht morgens sehr früh auf, um 8 Uhr. Und sie macht organisiert. Und das geht nicht, dass man dann sich abends in die Kneipen sitzt und sich volllaufen lässt und dann morgens um 11 Uhr aufsteht oder 12. Nein, man muss morgens früh aufstehen und muss sein. Ist das für Talente demzufolge heute trotzdem immer noch ein Problem, über Nacht berühmt zu werden? Gibt es zu viele, die damit einfach nicht fertig werden? Alle jungen Gruppen, die wollen alle auf die Rennbahn, sie wollen sich in die Formel 1 setzen und sie wollen berühmt werden, sie wollen viel Geld verdienen. Alle Boygruppen wollen das. Und es gibt dann eben einige, die eben das nicht schaffen und sind labil. Und Robert war sehr labil. Also die Ratschläge von Frank Farian, es ist alles ganz anders. Oder wenn man Erfolg haben will, sollte alles ganz anders sein, als wir uns das mit der normalen Bravo-Lektüre so vorstellen. Herzlichen Dank für den Besuch.